gut, aber die Überlegenheit von gestern ist weg. Also der Wettbewerb hat aufgeholt. Aber der Antonio war immer am Hinteren. Wir haben uns immer 0,1, 0,2 Sekunden. Mal war er schneller, mal ich. Also ich habe drücken müssen bis zur letzten Runde. Und von dem her müssen wir jetzt... Ja, am liebsten hat man es wegzufahren. Aber das ist natürlich ein Traum und ist nicht immer möglich. Ja, ich bin jetzt happy. Jetzt sind wir der dritte Sieg hier in Istanbul. Von dem her kann ich sagen, Istanbul ist mir gut gestimmt. Und ja, super. Also ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Heute haben wir jetzt die wirkliche Performance gesehen im Rennspeed, auch im Zeittraining schon. Und man sieht, dass wir noch ein Stückchen Arbeit vor uns haben. Leider ist die Zeit natürlich jetzt nicht gegeben vor Misano, aber nach Misano versuchen wir einen Schritt zu machen. Mehr war nicht drin, also mit dem dritten müssen wir leider zufrieden sein. Im Vergleich zu gestern war es von Öse natürlich schon mal ein Fortschritt. Jetzt haben wir alles funktioniert, was wir eingebaut haben, dann geht's auch. Wenn nichts abreißt, kein Dämpfer, Druck verliert, dann funktioniert es auch. Das sind aber so Kleinigkeiten, die dann einfach, ja, ich sag mal, bis zu einer Sekunde fehlen lassen. Und da kann man kämpfen, wie man will, kriegt man nicht. Und es muss wirklich alles passen, damit man einfach den Speed halbwegs mitgehen kann da vorne.